Willkommen zurück. Lasst uns doch mal wieder eine Runde Iron Bros versuchen. War das mein letzter Versuch? Ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her. 5 Leben kriege ich. Das spielt allerdings keine Rolle, denn wer sich nicht an die Iron Bros Challenge erinnert, es geht darum, 50 Level hintereinander zu schaffen, ohne eins davon zu skippen und ohne auch nur ein einziges Leben zu verlieren. Sonst muss man wieder von vorne anfangen. 12 P-Switches? Was für ein geiler Anfang. Okay, das ist machbar. Solange man sie nicht suchen muss. Geht das klar? Kann nicht einfach jedes Level so sein? Dauert nur 10 Sekunden. Mega easy. Frostbite Temple. 1, 3. Okay. In der Endlos-Herausforderung auf sehr schwierig kriegt man dann immer die späteren Welten zugeteilt. 8, 4 und so ein Käse. Also, es muss natürlich nicht. Oh Gott, was tue ich? Jetzt sollte ich vielleicht ein bisschen mehr Konzentration an den Tag legen. Auch wenn es sich vielleicht um ein einfaches Level handelt. Weißt du, hinterher sterbe ich sowieso an irgendeinem Swamp, der von oben auf mich runterfällt. Das ist doch immer das Gleiche. Egal, wie sehr ich mich anstrenge, am Ende läuft es darauf hinaus. Ach, das ist nur ein Secret. Mensch, wäre ich jetzt froh, hätte ich mein Power-Up nicht so dämlich hergeschenkt. Aber es ist ja auch nur zum Warmwerden. Es ist nur die erste Runde. Yoshi, selten so gerne gesehen. Weißt du, Yoshi kann sich anbonken. Den stört das nicht. Da geht's nicht rein? Ich bin die ganze Zeit überlegen, soll ich jetzt die Münzen einsammeln? Nein, bringt ja nichts. Zusätzliche Leben. Völlig für den Yoshi. Dankeschön. Es wäre schon ein bisschen übertrieben, wenn er die essen könnte. Ich gebe es zu, aber lustig wäre es trotzdem. Oha, Checkpoint. Da kommen böse Überraschungen raus. Tja, jetzt bin ich hier fast zu fett mit meinem treuen Yoshi. Guck mal, ist es wieder so ein Bereich, wo es so wirkt, als wäre Toadette viel größer als normalerweise. Aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich mir das nur einbilde. Muss ja eigentlich fast so sein. Was für ein schönes Level. Ich glaube, dem gebe ich jetzt mal ein Herzchen. Das war einfach mal ein anständiges Level. Es ist wirklich die Minderheit. Bitteschön. Und weiter geht's. Ich habe ja noch eine Pause. Einmal Pause pro Level. Könnte ich auch nutzen. Weiß aber nie wann. Müsse. Müsse. Ich hier einfach ignorieren. Oh no. Sieht so aus, als würde es da reinführen. Nicht zwangsweise. Oh! Oh, oh. Vorteil von der Tür ist, alle Gegner werden despawnen. Wenn das jetzt ein unsichtbarer Block gewesen wäre. Du weißt ja wirklich nie, ne? Bei einem Japaner-Level. Da kommen die unfassbarsten Dinge zum Vorschein aus der menschlichen Seele. Was ist das denn jetzt? Wieso ist das auf einmal? Auf einmal sieht das so aus. Das war wie ein Castle-Level, das aus Versehen in normale Graslandschaft gepflanzt wurde. Item. Und was mache ich mit dem Item? Das ist mein Item. Ja. Guck mal, den Schalter habe ich gar nicht gesehen. Das sah für mich aus, als würde er zum Hintergrund gehören. Zu diesem Berg da. Aha. Man benutzt einfach verschiedene Items und ist happy. Vermutlich sogar alle. Das würde mich überhaupt nicht wundern. Jedes einmal.
Natürlich kann man mal gucken, wenn er mir die Rakete oder das Ding hier gibt. Vielleicht gibt es sich da eine Möglichkeit zu cheaten. Bingo. Falls ich... Vielleicht ist es auch keine gute Idee. Oh, danke schön. Ja, gucken wir trotzdem mal, was drin ist. Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Brauche ich das zwingend oder... Weil ich bin mit meinem Propeller eigentlich ganz happy. Pow. Ja. Bietet sich wohl an, das hier einzusetzen. Das hat einen gekillt. Super. Hä? Warum macht das nur so wenig kaputt? Sollte das nicht eigentlich eine viel größere Schockwelle geben? Diesen blöden Panzer vor mir. Ich glaub's nicht. Oh! Ach, das ist... Das ist sowieso das Ziel. Das läuft ja fast schon zu butterweich. Hey, Zoo W, yes, I'm okay. Freut mich zu hören. Das riecht nach Swamp, oder? Aber sie sind zumindest nicht versteckt. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, das Level nicht wie gedacht zu spielen. Manchmal ist es halt das wirklich. Hier muss irgendwo das Ziel sein. Ja, es hätte jetzt, glaube ich, keinen großen Unterschied gemacht, wenn ich unten durchgegangen wäre. Wäre halt spannender gewesen. Aber Spannung wollen wir hier nicht. Wir wollen easy peasy lemon squeezy, nervenschonende Level. Let's go. Irgendwas mit andere weiß der Geier was. Versuch immer so ein bisschen viel für ein Level zu kriegen. Guck mal, das sieht auch schon wieder so aus, als könnte man da einfach drüber springen und abkürzen. Bringt halt oft wirklich nichts, ne? Man läuft eher Gefahr, dass man sich selbst cheest. Das war eine gefährliche Stelle. Einmal die Klaue nicht richtig zugegriffen. Oh Gott. Warten wir das mal kurz ab. Oh, lol, wie ich nicht gecheckt habe, dass die diagonal schießt. Das ist das erste Level, das tatsächlich ein bisschen stressig war. Puh. Einmal um die Kurve. Ich hab's noch nicht einmal aus dem Bildschirm rausgeschafft. Das ist so weit. Und das ist nur ein winziger Teil der ganzen Challenge. The Big House. Ist das nicht ein Smash-Tournament? Und wir haben unser erstes Dunkellevel für den Tag. Ist das nicht schön? Da unten ist eine kleine Kante, habe ich gesehen. Aber wahrscheinlich brauche ich den Panzer. Okay. Ich werd ordentlich aufgestockt. Jesus. Mann, wer hier... Oh. Wer hier keine Panikzustände kriegt, der hat Nerven aus Stahl. Das ist so eine Art Aufzug, ja? Wo kommt denn der... Typi jetzt her, der Spike-Top.
Könnte man, hätte es Nintendo nicht so machen können, dass man ein kleines bisschen, dass man ein kleines bisschen mehr sehen kann. Hier ist eine Schlüsseltür. Ich klapp zusammen. Ich weiß nicht, ob da oben noch was ist oder ob ich da nur eingeklemmt werde. Sieht eher nach Einklemmung aus. So, wo kriege ich denn jetzt den Schlüssel her? Da ist eine Wand, ne? Ja. Da ist der Schlüssel. Das kann ich ja, wäre natürlich am besten, ich gehe einfach wieder zurück, statt jetzt hier neue Sachen. Na, hier ist sowieso Ende. Toll. Sehr witzig. Haha. Ich traue mich nicht, hier auf den drauf zu gehen. Das ist zu knapp. Toadettes Schädel schafft das nicht. Okidoki, das ist zumindest mal ein Checkpoint. Ich glaube, so böse ist das Level gar nicht, aber die Dunkelheit tut ihr Übriges. Da. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder einen Schlüssel suchen. Nein, suchen muss ich in diesem Mal zum Glück nicht. Diese Anspannung. Was ist das? Münzen? Keine Panik, keine Panik. Noch ist er gutmütig. Das sind nur Münzen. Nicht, dass ich wieder irgendwo einen Schlüssel auslasse. Pilzen wirft er um sich. Ist das das Ziel? Oder ist hier nochmal ein Abgrund? Nein! Oh. Rekord! Hey, kriege ich hier auch einen Skip? Ich ändere die Iron Bros. Challenge-Regeln einfach eigenständig um. Nein. Natürlich nicht. Das, keine Ahnung. Ich glaube, das hintere Wort sagt mir irgendwas. Zumindest vom Aussehen her. Ich glaube, den Pilz gebe ich auf. Das ist mir zu riskant. Nein. Kettenhunde sind halt wirklich mit das Ekelhafteste, was du kriegen kannst, ne? Kettenhunde und Hammerbrüder. Oh. Okay. Mit den Knödeln. Die Feuerblume hingegen ist so ziemlich das Coolste, was man kriegen kann. Ist das ein unendlicher Spender? Oh! Dafür auch unendlich Kettenhunde. Meinst du, man weiß halt nie, ne? Ich habe mir jetzt auch gedacht, soll ich es riskieren und einfach durchrennen? Möglicherweise kommt da direkt das Ziel und ich kann Damage boosten. Manchmal ja, manchmal nein. Und immer das, was man sich aussucht, ist das Verkehrte. Mushroom Maneuver. Von der Prinzessin. Ich mag solche Mies nicht. Ja, die so aussehen. Das sind immer trollige Mies. Muss man sehr, sehr aufpassen. Das Level wirkt auch äußerst zahm. Weg mit dem Knödel. Das ist ja wirklich eine extreme Seltenheit, ein Kaiserblock in einem Normallevel, aber irgendwann kommt es dann doch. Und dann ist man nicht drauf vorbereitet. Dieser Modus lässt einen Checkpoints verachten. Ich weiß, ich sollte nicht auf Secret Hunting gehen. Und es hat sich nicht gelohnt. Aber wenn es jetzt ein Death Star oder sowas gewesen wäre. Okay, ich glaube, das Level ist nicht so böse. Trotzdem möchte ich meine Verteidigung noch nicht gänzlich fallen lassen.
gerade in vertikalen Abschnitten. Da übersehen manchmal sogar gute Creator fiese Stellen, ja? Wenn jetzt hier oben irgendwas ist, was halt nicht im Bild war. Und man selbst, wenn man das Level baut, fällt einem das nicht so wirklich auf, weil man ja weiß, dass man da was hingepflanzt hat. Ah, danke. Oh, ich hab nicht nach dem Kaiserblock Ausschau gehalten. Voll die netten Level. Teilweise. Pizza-go. 3-2. Mario Sass. Schon wieder so ein komischer. Ah, oh, den hätte ich mir vielleicht aufsparen können. Da kann man oben rüber. Ah, nein. Reicht nicht ganz. SMB2-Level also, ja. Bloß nicht. Was war das für ein Geräusch? Ist das immer das Geräusch? Ja, lass nur ordentlich springen. Ich glaube, den letzten... Oh, 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 Jesus! Den nächsten Fragezeichenblock lasse ich mal aus. Als Reserve. Da ist dann bestimmt garantiert keiner drin. Tatsächlich. Wieso kommt mir dieses Geräusch so komisch vor? Ist da noch ein Hammerbruder? Natürlich. Wer liebt sie nicht? Was? Nein! Das wollte ich nicht. Oh Gott. Diese Situation sind es, die wir lieben. Einfach so brav da abgesetzt. Soll ich den mitnehmen? Ach, da ist das Ziel! Yippie! Soll ich mir den Ausgang versperren? Ach, doch nicht. Sass, sass, sass. Nichtigo! Is lava time. Is the lava time. Warum werde ich hier ausgelacht? Ist das Katzenkostüm gut? Wir wissen, ob sie steigt. Ja, die Frage ist nur, bis wohin? Na, ich dachte, man hätte hier vielleicht eine Auswahl. Das heißt, sicherheitshalber... Das wird nicht gut. Oh! No! No! Gibt es irgendwas, was ich in der Situation jetzt noch machen könnte? Ich glaube, bis darüber reicht's nicht. Nein. Ich hätte den Swamp reiten müssen. Ah, dang it. Und die Lava steigt sogar nur bis hierhin. Das ist echt ungünstig, dass man das nicht vorher sieht, bis wohin die Lava geht. Dass man das immer erst austesten muss. Noch nicht vorbei. Ist aber schon relativ tough für ein normales Level, oder? Diese Dinger, ey. Ja. Mann, das war so ein guter Run. Aber ist ja immer so, ne? Du brauchst halt ein Level, das dir in den Hintern tritt. Und von vorne. Das fällt immer besonders schwer, wenn man nach so einem guten wieder von vorne anfangen muss. Obwohl, ne, noch schlimmer ist es, wenn man 30 oder 40 Level schafft. Holy Macaroni. Hier herrscht aber schon mal ein anderer Wind. Hm, was haben wir denn hier?
Das sieht aus wie eine verstümmelte Schweizer Flagge. Was soll das denn? Oder eine kanadische. Weder noch. Es hätte auch Jesus am Kreuz sein können. Ach so? Da scheint Licht durch meinen Rollladen. Ohne wäre es viel zu hell, aber ich hätte ihn ganz zumachen müssen. Was haben wir hier? Das Ende dieses Runs? Noch nicht. Ich meine, von Run kann noch keine Rolle sein, keine Rede sein. So, jetzt. Pick a door! Nehmen einfach mal die hier. Ich habe ja noch 4 Schlüssel. Hi. Moment, da ist das Ziel. Jesus. No! Oh, man. Das ist so brutal. Und das kann halt echt jederzeit passieren. Ganbatte. Streng dich an. Viel Glück. Was auch immer. Als ob ich das jemals nicht tun würde, Mensch. So. Nicht, dass ich noch Sonnenbrand krieg, ey. Ange et Papa. Ange Papa. Das heißt, das Level ist für Familienmitglieder gemacht. Da muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein. Weil die sind selten... Ich weiß nicht, es gibt sehr wenig Leute, die ihre Familie lieben. Da ist immer sehr viel unterdrückter Hass mit drin. So zumindest mein Eindruck. Ist da unten los? Keine Power-Ups in den Bäumen. Nur kalter Schnee. Dann in dem Fall würde ich natürlich alles zurücknehmen, was ich gerade gesagt habe. Sü! Thomas Rex. Sü! Ihr mit euren Shelljump-Anfänger-Dings-Leveln. Moment, das ist gar kein Shelljump-Level. Da drüben ist ein blöder Hammer, Bruder. Was ihn so blöd macht, weiß ich auch nicht genau. Da kommt man nochmal raus, gut. Ich will nicht nochmal die gleichen Fehler machen wie gerade eben. Ich will mal diesen Reservepanzer so lange wie möglich mit dabei haben. Der Pfad von dem Ding gefällt mir überhaupt nicht. Oh, nee, tschüss, you. Ach, ich muss da hoch. Boah. Ah, ich hätte ihn noch aktivieren können. Aber nur, weil ich den extra Panzer dabei hatte. Number 2 ist abgeschlossen. Welt 1-3. Nintendo 25. Ja, die Gaming Company, die wir kennen, das ist Nintendo 1. Aber in Wahrheit gibt es noch 25 andere. Steigt hier die Lava? Oh, die Lava steigt. Die Lava steigt, aber sie steigt langsam. Keine Panik. Sollte man eigentlich auch nicht machen. Ich sollte einfach direkt zum Farmmast gar keine Spielchen mehr machen. Spitze einsammeln bringt sowieso nichts. Einfach hinrennen. Aber dieses Mindset zu haben... Für Iron Bros, das fehlt mir ein bisschen. 3C Lemmy's Castle. Lemmy, Lemmy, Lemmy. Oh Gott. Nein. Jetzt muss ich den Cooper abwarten, sonst werde ich da reingeschleudert. Ich sehe es doch kaum. Ja, er macht mir das sogar ein bisschen einfacher.
Ist das etwa ein Bumper-Level? Womit habe ich denn das verdient? Kein Panzerfreund. Really? Da freut man sich doch immer drüber. Oh, no, 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 no. Wieso kommt der so nah? Help. Da geht's gar nicht rein? Wo hätte ich denn dann hingemusst? Oh. Bitte komm nicht hier runter. Ich wäre voll eingekesselt worden. Vielleicht soll ich doch mal einen Panzerfreund mitnehmen. Irgendwie will ich nicht. Die Podobos sind ziemlich schlimm. Fast noch schlimmer als die Bumper. Wäre das schön gewesen, einfach eine Ranke hier. Okay. Nehmen wir die Abkürzung mal gerne in Kauf. Da. Zielwasser nicht getrunken. So, jetzt reicht's aber mal, oder? Achso, Lemmy fehlt noch, stimmt. Krieg ich hier ein Power-Up? Juhu! Aber das Falsche. Ich hatte ehrlich gesagt mit der Blume gerechnet. Oder fast schon gehofft. Wieso? Lemmys Bälle, ne? So wird das nix. So wird das nix. Realistic Highway 1 Simulator. Hey, habe ich irgendwie eine andere Vorstellung von Realismus? Scheinbar. Nein, als ob! Was ist das denn? Oder bestand der Realismus darin, dass man garantiert überfahren wird? Wahrscheinlich ist das der Gag. Jumping Blasters. Schreckhaft wird man in diesem Modus, sonst nix. Das ist zumindest ein sehr schneller Checkpoint. Und das würde einen sogar zerquetschen da oben, nicht nur treffen. Das ist nur ein kleines Bonus. Sagt er, während er sich den anderen Bonus holt. Kann es sein, dass das Spiel einem irgendwie schwierigere Level zuteilt, wenn man sich gut anstellt? P-Switch Waterfall. Das wär's, oder? Déjà-vu. Nur diesmal muss ich gar nicht alle aktivieren. Wo ist denn jetzt der Wasserfall? Die Kaskade. Ich bräuchte jetzt einen Wasserfall ins Genick, um wieder frisch zu werden. 3D World Speedrun, ist das der erste? Das ist der erste heute. Oh, 3D World Speedrun ist aber richtig merkwürdig. Uff, wegen dieser Mechanik? Dass man nicht richtig... Oh Gott, ich hab's verkackt. Ich hätte mehr Münzen einsammeln müssen. Oder? Ja. Was hieß es denn alle? Ich habe wieder nicht drauf geachtet, weißt du? Ich guck nie, ob's alle heißt. Auto? Ah!
Vielleicht gab es zu viele Leute, die das nicht gesehen haben. Und dadurch gestorben sind. Oh. Ich traue mich jetzt aber auch nicht nochmal zurückzugehen. Stell dir mal, was wäre wohl die Wahrscheinlichkeit, dass man 50 Level lang Auto-Level bekommt? Ich mag es nicht, wenn da so viele Ausrufezeichen sind. Das ist immer... Was habe ich denn jetzt verpasst? Ist da direkt am Levelanfang eine Röhre oder was? Bin ich blind? Der Titel heißt Vorsicht oder sowas, aber... Was war da jetzt überhaupt drin? Ich hab's nicht mal gesehen. Boah. Nein, als ob. Wow. Mal gucken, ob ich es wenigstens noch mit den Leben schaffe, die ich hatte. Stellt euch das mal vor. Ich gehe in normal, regulär unter mit einem Game Over. Nur. Ich glaube, ich habe es geschafft. Das ist die Röhre, oder? Oder hieß der Titel Such? Wahrscheinlich hieß er Such. Hätte mir aber auch nichts geholfen, wenn ich es gewusst hätte. High Winter von Quentin Tarantino und Co. Weiß nicht warum, aber Winterlevel? Sind in fast allen Fällen eher gute Level. Also zumindest oft keine bösen Level. Jemand sollte mal ein New Soap Winter Troll Level machen. Gab's das schon mal? Ich meine, ich hätte da ein, zwei in Erinnerung, aber meistens sind es eher Puzzle Level. Hi, Bro! Boah! Was für eine griffige Herausforderung. Okay. Ein bisschen was von allem. Vom Schnee geht's in die Razor Sharp Claw Heaven. Schon wieder Clown? Ja, schon wieder Clown. Oh, der kann das aktivieren. Was für ein freches Kerlchen. Die sind so klein. Ich finde es wahnsinnig schwierig, auf die drauf zu springen manchmal, weil die so, oh, die so winzig sind. Das war ein bisschen viel Risiko. In eine Klaue reinzuspringen, die sich schon bewegt, das ist...
Kugelwilli? Ich könnte mich so beömmeln über diesen Namen. Jedes Mal. Ja, ja, ja. Jetzt lässt er die Klauen auf mich los, du. Na, immerhin hat sie mich trotzdem noch aufgefangen. Oh! Richtig gemein. Oh. Schnell raus hier. Oh, ich war nur eine halbe Sekunde langsamer als der World Record. Was hat Level Nummer 3 zu bieten? La Foresta dei Fiori Boomerang. geht nur mir das so? Ich habe das Gefühl, 3D World braucht so eine halbe Sekunde länger, um die Level zu laden manchmal, als die anderen Spieltiele. Take that. Nach dem Bulli habe ich abgeschossen. Die arme Socke. Okidoki. Was passiert, wenn ich das hier öffne? Gar nichts Schlimmes. Oha! Aha. Ah, Jesus. Kann immer nur einen Bumerang werfen. Ich wünschte, der zweite würde rauskommen und dafür der erste gecancelt. Das wäre irgendwie viel praktischer. Nice bisher. Okay. Die Münze kannst du behalten. Checkpoint. Nope. Oh, man kann damit sogar Hämmer aus dem Weg räumen. Sorry, Gob. Brauche ich das Power für irgendwas Bestimmtes? Tja, ist jetzt die Frage. Dass da unten optional ist. Ja. Was ist dafür auch immer noch nicht vorbei? Boah. Nein, was ist das für ein Käse? Kann ich hier raus? Bitte lass mich raus. Alter! Nein! Krieg ich nochmal irgendwo einen? Oder war das der letzte? Als ob der jetzt genau da runter schießt. Was ist das für ein... Ich glaube, ich bin tot. Oder warte. Ich glaube, ich habe noch eine Chance. Ja, aber hier... Holy moly. Ja, aber das wird nichts mehr. Ich müsste den Schalter aktivieren können, damit das Ding hier zurückfährt. Oder... Hey. Hörst du jetzt mal auf, ey? Was soll denn die Kacke? Das Level wäre doch cool, wenn man nicht ständig Gefahr laufen würde, sich zu versenken. Wie lange ist denn das Level noch? Ich will das nicht. Muss? Aber ich komm... Oh doch, ich komme hier noch mal raus. Ich habe wieder mal keinen Bumerang! Yes! Das war ein Level. Aber war cool. Ich meine, es hat besser angefangen, als es dann geendet hat, aber... Das ist schon mal ein Anfang. Oh oh! Mit Lava habe ich bisher keine guten Erfahrungen gemacht. Woo!
Das musste anhalten. Anderweitig hätte man hier keine Chance. Take that. Ist immer noch einer übrig? Wenn Level so aussieht, haben wir schon mal die größte Freude. Das ist von der Katze gebaut, weißt du? Die mit ihrer Pfote übers Tablet gelaufen ist. Deswegen gibt es das auch als Effekt, die Katzenpfote. Bitte nicht, Bowser, bitte nicht. Bitte nicht. Ich habe so Schiss vor Bowser. Und jetzt kommt auch noch die Kacklava. Weil ich weiß nie, wann der springt. Ne? Der kann das instant machen. So ein heimlicher Typ. Ich sollte mir wirklich mal Bowser genauer angucken. So im 1 gegen 1. Multiplayer versus. Das heißt, es muss einen Ausgang geben für den Singleplayer. Nur wo ist der wohl? Naja, theoretisch muss es den nicht geben. Also ein extra Pfad nur für den Singleplayer. Los geht's. Die 50er-Coin ist normalerweise bei solchen Leveln immer am Ende. Hier ist wieder alles blau. Ich habe doch diese Blauschwäche, dass ich nichts sehe, wenn alles blau ist. Wenigstens habe ich den Vorteil, dass ich das hier ohne Lag spielen darf. Okay. Bist ja kein einziger Gegner. Und auch nicht wirklich Hindernisse, an denen man sterben muss. Was ist das denn jetzt hier? Oh no. Das ist grützig wegen der Eisphysik. Als ob man das, das muss man mehrmals machen, damit man den Schlüssel kriegt. Ich klapp zusammen. Und ist noch nicht mal die letzte Runde. Man muss es nochmal machen. Das, so kann man natürlich auch sich Zeit sparen beim Bauen. Das hat nur einmal so schön funktioniert. So, einmal Schlüssel zum Mitnehmen, bitte. Und kriege die 50er-Coin. Das ist noch nicht mal vorbei. Es geht noch weiter. Die Befürchtung, dass das Level ist 30 Jahre alt. Lang, vor allem. Wenn jetzt hier am Ende wieder so eine Konstruktion ist, dass man das hier dreimal spielen muss, dann komme ich echt in Schwierigkeiten, was die Zeit angeht. Nein! Sieht aber nicht danach aus, ne? Spart vielleicht ein paar Frames. So. Da ist die Coin. Und die Bombe aktiviert den Schalter. Fast wäre ich in die Blümchen gelatscht. Sonic's Land. Oh nein, nicht wieder Lemmy. Lemmy! Was soll ich nehmen? Blume? Meine die. Shit! Ja, nehmen wir halt nur den Pilz. Extra Challenge. Immer. Ist er das etwa? Da ist er. Guckt ihn euch an. In all seiner Dreistigkeit.
spuckt mir bloß wie die Flamme ins Gesicht. Weißt du, die könnte auch nicht mehr verzögern. Das ist so ungünstig, dass das so lange dauert. So, du Knödel. Ich mach jetzt einfach einen Abgang. Ah! Oh! Obwohl, die Blume hat mir jetzt eher Unglück gebracht. Egal. Nehmen sie trotzdem. Also, das ist das. Tanuki-Kostüm bringt definitiv noch mehr Unglück. Obwohl, das hier jetzt gar nicht so unpraktisch wäre, ne? Du bist aber nicht Lemmy. Aber vermutlich hat er trotzdem einen Schlüssel. Please! Was ist das denn? Ludwig, Mann. Ludwig ist doch einfach nur. Schande. Warum hieß das jetzt Sonic's Land? Was hatte das denn jetzt mit? Vielleicht sollte es gar nicht mit Sonic the Hedgehog in Verbindung gebracht werden. Ich muss wissen, ist das dieses Zeichen? Das andere Level hatte das auch. Okay. Das muss ich abwarten. Zu knapp. Eigentlich sollte so Insta-Kills wie Lava sollten in Normalleveln komplett verboten sein. Du schaffst es, Toadette! Okay. Ob da wohl noch was Cooles drin ist? Wieder mal eine Blume. Ist aber halt auch keine Seltenheit in einem Mario-Spiel. Oh, das Momentum. Es hätte mich beinahe zurückgerissen. Kann ich sehen, wo es hingeht. Okay, das ist noch relativ human. Geht klar. Level Nummer 8. So langsam kriege ich Hunger. Darf man eigentlich eine Pause machen in der Iron Bros Challenge? I tried making a relaxing level? Ich meine, man darf halt zwischendurch nicht das Spiel beenden, ja, auf Speichern und Beenden gehen. Aber wenn ich jetzt mal aufstehen müsste, zum Beispiel, weil ich auf Toilette muss oder weil ich Hunger kriege. Oder weil ich einen Nervenzusammenbruch habe, dann sollte doch eigentlich erlaubt sein, oder? Das ist in der Tat ein relaxendes Level. Mit Smileys. Da kommen doch bestimmt überall Piranha-Pflanzen raus. Was ist das? Oh. Wie kann man nur sowas bauen? Das ist unfassbar. Ja, dann kann ich mir jetzt wenigstens was zu essen machen. Prima. Kannst noch versuchen mit einem Triple Jump und. Aber wahrscheinlich ist es zu weit. Moment. Ich kann nicht zählen. Ach. Das wäre vielleicht sogar machbar gewesen. Shit. Da hätte man wahrscheinlich nicht mal einen Triple Jump benötigt. Das wäre einfach so, hätte das gereicht. Aber come on. Okay. Naja, Leute, dann war's das für dieses Mal. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Darauf kommt's mir hauptsächlich an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.